Das ewige Zankthema kommt wieder aufs politische Tableau. Der Bundesrat soll bald über weitere sichere Herkunftsländer entscheiden. Die Bundesregierung will die drei Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko sowie Georgien als sichere Herkunftsstaaten einstufen. Dadurch könnten die Asylverfahren für Menschen aus diesen Ländern beschleunigt und abgelehnte Bewerber schneller abgeschoben werden. Dieses Vorhaben war schon im vergangenen Jahr gescheitert, am Bundesrat. Die Grünen stellten sich damals quer. Das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg hatte als einziges Land mit Grünen in der Regierung zugestimmt, das reichte jedoch nicht. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat braucht die Bundesregierung dort die Zustimmung von mindestens zwei Landesregierungen, an denen die Grünen beteiligt sind. Der Realo und der linke Flügel der Partei krachen aufeinander, die weltoffenen Grünen als die Partei, die nun einen härteren Asylkurs abnicken soll. Über diese Frage ist ein Streit innerhalb der Grünen entbrannt, der die Partei vor eine Zerreißprobe stellt. Während die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg um Ministerpräsident Winfried Kretschmann bereits angedeutet hat, dass sie für die Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten stimmen wird, äußern sich andere empört darüber. Etwa der grünen Altlinke Jürgen Trittin, wer nach dem Gerichtsurteil im Fall des Gefährders Samia, Algerien, Tunesien und Marokko so einstufe, hat den Schuss nicht gehört, sagte Trittin. Dort gebe es Folter, institutionelle Diskriminierung von Schwulen und Lesben und Unterdrückung von Minderheiten wie in der WSTSAHR. Trittin sagte, dies sollte auch Baden-Württemberg nachdenklich machen. Deutliche Worte in Richtung der grünen Realos im Ländle. Auch Claudia Roth und Robert Habeck lehnen die Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten ab. Vor allem bei Habeck ist das essentiell, schließlich spricht er als Grünen-Chef für die Partei. Im Video: Bleiben Sie bei der Wahrheit! Grünen-Chef platzt im TV der Kragen, CSU-Frau Baer kontert kalt die wunden Punkte der Grünen. Neben dem Sonderkurs Kretschmanns in Baden-Württemberg haben die Grünen jedoch weitere wunde Punkte in der Herkunftsstaatenfrage. Thema Glaubwürdigkeit. In den Jamaika-Verhandlungen hatten die Grünen bereits zugestimmt. Denkt man ein paar Monate zurück, dann muss man sich die Frage stellen, wie glaubwürdig die Grünen-Spitze in ihrer rigorosen Ablehnung der Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten ist. Schließlich hatten die Grünen gegen Ende der Jamaika-Verhandlungen nach zähem Ringen diese Ausweitung bereits zugestimmt. Am Ende ließ die FDP die Verhandlungen platzen, und die Grünen bewegten sich zurück zu ihrer Ursprungsposition. Zünglein an der Waage. Welches Signal sendet Hessen kurz vor der Wahl im Oktober? Stimmt die baden-württembergische Landesregierung für die Initiative der Bundesregierung, könnten die Stimmen aus Hessen das Zünglein an der Waage sein.
Die schwarz-grüne Regierung hat bislang offenbar noch keine Entscheidung gefällt. Wenn der Bundestag die Initiative beschlossen hat, werden wir in der Koalition in Hessen beraten, wie wir damit umgehen, sagte Hessens grünen Sprecher Volker Schmidt zur BLD Anführungszeichen. Besonders heikel ist die Lage, weil in Hessen im Oktober die Landtagswahl ansteht. Schwarz-Grün droht dort aktuellen Umfragen zufolge der Verlust der absoluten Mehrheit. Mit dem Votum im Bundesrat sendet die hessische Landesregierung damit automatisch ein Signal an den Wähler. Nur, welches? Hier den Politik-Newsletter abonnieren, Berichte, Videos, Hintergründe. Focus Online versorgt Sie täglich mit den wichtigsten Nachrichten aus dem Politikressort. Hier können Sie den Newsletter ganz einfach und kostenlos abonnieren. 3. Die Grundsatzfrage. Wie weit sind Grüne bereit, ins bürgerliche Lager zu rücken? Der zweite Punkt führt auch gleich zum dritten, nämlich der Grundsatzfrage, in der die Grünen sich bislang nicht eindeutig positionieren. Inwieweit ist die einstige ökonomische Partei im Jahr 2018 bereit, ideologischen Ballast loszuwerden und stattdessen bürgerliche Positionen zu übernehmen und vermehrt um Wähler der Mitte zu bullen? Einige Schritte auf das bürgerliche Lager zu haben die Grünen bereits gemacht, die Flüchtlingspolitik ist hier jedoch die Gretchenfrage. Ein restriktiverer Asylkurs könnte zwar ein neues Wählermilieu erschließen, droht jedoch linke Stammwähler der Grünen zu verkraulen. Fazit: Zerbrechen werden die Grünen an der Maghreb-Frage wohl nicht. Eine Zerreißprobe ist die Abstimmung im Bundesrat aber auf jeden Fall. Denn die Herkunftsstaatenfrage wird die innerparteiliche Debatte über die Grundsatzfrage, wo sich die Grünen im Jahr 2018 politisch positionieren wollen, weiter befeuern. Es ist eine Frage, die die Partei früher oder später beantworten muss. Im Video: Grüne wollen LLE-Flüchtlinge aufnehmen. Dobrindt verbreitet ironischen Zwischenruf Rutz.